Wer sind Sie? Ich bin Will Church, ich bin 27 Jahre, komme aus Berlin. Und Sie wollen für Deutschland beim ESC antreten? Ganz genau, das ist mein großes Ziel. Warum haben Sie sich beworben? Ich habe mich beworben, weil ich ein großer Fan bin vom ESC, weil das irgendwie nur das Beste an den Leuten irgendwie hervorbringt, so, weiß ich nicht, Freiheit, Zusammenhalt und sowas. Dann bräuchte ich einmal den Songtitel von Ihnen. Mein Song heißt Hold On. Ihre wievielte Bewerbung für den ESC ist das? Das ist die zweite. Was ist Ihr Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist, ich glaube, tatsächlich Schnitzel. Zeigen Sie mir doch bitte mal, mit welchem Dance-Move Sie Europa bei Ihrem Auftritt überzeugen werden. So. Was ist Ihr Lebensmotto? Oh, mein Lebensmotto ist, lebe. Jetzt folgt ein kleines Rollenspiel. Ich spiele gleich zwei mögliche Voting-Ausgänge ein und Sie sollen darauf reagieren. The 12 points goes to Germany. Germany, 12 points, Alemania. Das ist viel, das ist geil, ja. Mega. Jetzt kommt ein zweiter Clip. Germany has received 0 points. I'm sorry. Naja, schlimmer wird's nicht. Was sind Ihre Stärken? Was sind Ihre Schwächen? Meine Stärken sind, ich bin zielstrebig, bin offen, ich habe Bock auf den ESC. Und meine Schwächen sind auf jeden Fall, ich bin nicht der Größte. Und ansonsten, ja. Welchen Platz wollen Sie beim ESC machen? Also ich plane, nicht Letzter zu werden. Das wäre das große Ziel. Wie gehen Sie mit Kritik um? Bei Kritik kommt es immer darauf an, von wem die ist, finde ich. Also wenn mich hat mal irgendein Typ auf der Straße angesprochen beim Straßenmusik machen und hat mir gesagt so, ey, yo, hör mal kurz zu. Dachte ich, okay, ja, was will er? Und er meinte, ja, Dieter Bohlen würde ich niemals nehmen. Das ist zum Beispiel ein Typ, auf den hätte ich jetzt nicht gehört direkt. Von welchem Land bekommen Sie auf jeden Fall 12 Punkte? Ich hoffe doch von England, wenn mein Nachname doch sehr englisch klingt. Vielleicht fallen sie drauf rein. Was sind Ihre Hobbys? Meine Hobbys sind Schwimmen, Radfahren. Nein, ich mache viel Sport, Fußball, hier und da, im Dorfverein. Immer Tabellenletzter, ist nicht so nice. Ansonsten spiele ich Brettspiele mit Leuten. Ab und zu Golf, Tennis, Gedöns. Bisschen zu viel zocken, FIFA und so shit. Aber sonst, ja. Was ist Ihr Sternzeichen? Sternzeichen ist Steinbock. Glauben Sie an Astrologie? Eigentlich, ich glaube nicht wirklich an Astrologie, also so an so die verrückten Sachen davon, aber irgendwie glaube ich schon, dass Leute, die in gewissen Zeiten geboren werden, auch irgendwie passt der Charakter zu mir, was so Steinbock angeht. Welchem Land gönnen Sie den ESC-Sieg überhaupt nicht? Ich gönne es natürlich jedem Land, ne? Ich sag mal, ich würde es jetzt China nicht gönnen, aber die sind ja auch nicht dabei. Zu Recht. Was mögen Sie an den ESC-Fans? Der ESC bringt wirklich so gefühlt das Beste an Menschen. Wenn du ESC guckst und es wäre jeden Tag ESC, würdest du denken, Dicker, was ist das für eine geile Welt? Alle gut gelaunt, bunt angezogen, verschiedenste Kulturen, Länder, alle feiern zusammen, alle chillen zusammen, alle akzeptieren sich. Das ist mega. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Ich hoffe doch, auf einer entspannten Insel irgendwo mit meinen 7 Hunden und Kindern und chill mein Leben. Wenn Sie ein Tier wären, welches wäre das dann? Irgendwas unter Wasser, irgendwie so ein, ist nicht unbedingt ein Aal oder so, aber so ein Flipper hier, wie heißen die Dinger? Delfine. Delfine sind cool. Was ist so Ihre Gehaltsvorstellung? Naja, schon so, also müssen schon so ein paar Nullen da hier, so 30 Millionen müssen da schon kommen. Wenn Sie den Vorentscheid nicht gewinnen, was machen Sie denn im Mai mit der gewonnenen Freizeit? Dann fahre ich nach Liverpool und gucke mir da ein Fußballspiel an. Und ja, vielleicht zum ESC. Gibt es etwas, was Sie unbedingt zum ESC mitnehmen müssen? Ein Glücksbringer oder so? Was ich dahin mitnehmen muss? Auf jeden Fall frische Socken. Ich ziehe vor jedem Auftritt immer, kurz bevor ich auf die Bühne gehe, immer frische Socken an. Das ist super wichtig. Ansonsten, ich habe noch so ein Glückssternchen. Den habe ich immer dabei. Welche Frisur werden Sie beim ESC tragen? Hoffe doch die gleichen langen Haare, wenn die mir nicht ausfallen bis dahin. Jetzt folgt einmal noch das Windmaschinentraining. Haben Sie noch Fragen? Wo hast du jetzt die Windmaschine her? Ist vom Laster gefallen. Ah ja, dachte ich mir. Show me how to